What? Who are you? Who, me? I'm Magarold. Who else? Ja, klar. What? Have a look at my wares. Stand da gerade räuchern. Ja. Oh, das hier haben die ganzen Idioten die Narrenkappe. Weißt du, wie viele Leute ich schon gefunden habe, die eine verkackte Narrenkappe anhaben? Und den Banditen. Ah, das Banditen-Startausrüstung ist ja witzig. Erhöht Fluchresistenz. Aha. Oh, der verkauft aber viel. Der verkauft einen Duftzweig. Ach, guck mal, der verkauft, glaube ich, die Dinger, die mit einem reden. Stimmt. Sehr gut. Sehr gut. Hallo. Danke. Tut mir leid. Aha, und diverse Zauber. Boah, Sturm und Hagel. Krasser Typ, ey. Könnte Hagelsturm sein, was ist denn Räuchern? Was können wir hier tun? Für welchen Zauber benötigt ihr Attribute verringern? Ach lol, ist ja witzig. Okay. Was kostet der Spaß so? Nummer 14. Meinst du, du tauschst dann Attribute gegen Aufladungen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Was ist denn noch so zu sagen? Ich bin treasure hunter, you see. Many a merchant on the side. A room bound, looking for a find, following my instincts. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Ja, dann hol mal eine Mimik. Do I enjoy what I do? Well, that's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spiked it from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I've been told. A bad story, eh? Kanadier oder was? Will it be? Hey. Anything for you today? Oder Australier? Ne. Weiß ich gerade gar nicht. Hey, you know that old fella with the hulking blue sword? He talks really oily of it. I got a feeling it's a fake. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drang Lake? Built to honor the dragons, they say. If only I knew how to get there, I'd go and I'd claim it for goodies. I'm mainly a treasure hunter. I don't care what. Do I enjoy what I do? I suppose I must. Like, hey, where are you off to? Ja, das Schloss, was komplett aus Eisen ist, das heißt, hier ist mega heiß drin. Okay, hier lang? Ja, gehen wir erstmal hier lang. Hallo. Komm, komm, komm. Hammer. Das war ja geil. Genau, in dem Moment vertrigger ich mal. Komm mal auf. Da. Ach. Ansonsten muss man nachgucken, ob die da droppen können. Also. Über welches Katana reden wir denn hier? Weiß ich nicht. Schon wieder so ein Faustding. So viele Katanas gibt es ja auch gar nicht. Ja, ich will keine Bosse sehen. Nice. Es hat nur zwei Bewertungen. Scheinbare Wand voraus. Man kann auch von der anderen Seite kommen. Feuerpfeile. Okay, wieso steht hier zur Hölle ein Ballista? Ah. Lol. Dafür! Komm, Junge, steh auf! Der ist doch da runtergefallen, oder nicht? Achso. Das stimmt. Der hat einen ganzen halben Schritt nach vorne gemacht.
Die einen, die wir verwundet haben, denen ist das jetzt egal? Jetzt droppen die gar nichts mehr, die Hunde. Oh oh. Aber irgendwie so ein bisschen noch das Gefühl, dass wir ein Feuerstein haben. Alonne-Ritter, falls das Alonne-Ritter sind. Ja, wir haben eine Alonne oder Aloni oder wie das auch mal heißt, so Rüstung bekommen von denen. Ah, okay. Hat das gerade ausgesetzt. Das Schwarzstahl-Katana. Okay. Mut wird benötigt, kurz gesagt, ruhig bleiben. Echt jetzt? Das reicht doch niemals. Das hört immer so ganz kurz auf. Was ist denn jetzt? Hab ich echt gesagt, nicht mal gesehen. Und dann sagt er hier, Mut wird benötigt, kurz gesagt, ruhig bleiben. What? Reicht nicht. Nee. Aber sie haben einen Eisenschlüssel gekriegt. Das stimmt. Aber dafür liegen da jetzt auch ganz schön viele Seelen. Ich glaube, die liegen da jetzt ganz schön ungünstig. Yeah, ich habe es heute voll drauf, ey. Shit. Du kamst auch nicht mehr weg, wa? Nee, ich habe ja schon auf Rollen gedrückt. Das liegt nicht im Feuer. Hammer geil. Das ist echt gut. Die haben jetzt auch ordentlich mehr Leben. Also das ist absolut recht, so eine rostige Münze könnte man hierfür noch investieren. Wäre viel cooler, wenn er die noch so wegschnippen würde. Gib mit! Jetzt können wir bei jedem Gegner. Hallo, das ging mir voll daneben. Hat er überhaupt geschossen? Ah, fuck. Nee, verspäteter Angriff, Mann! Gib mit. Oh, Mann. No. Ach, die rostige Münze ist doch echt ein Witz. Ich habe jetzt tatsächlich vielleicht überhaupt nicht aufgepasst, wo du überhaupt rum bist. Rechts bin ich rum, da war der Händler und ich treppe hoch, dann kommst du da hin. Da sind allerdings mehrere Gegner, also andersrum wäre. Wobei, da wäre der gleiche. Sehen dich dann halt nur nicht. Ja, sollen sie mich halt sehen. Hallo! Oh. Läuft! Ui! Alter, einen geilen Bogen. Ach komm, wie hoch ist Mitte die Drop Rate? Steht ja nicht dabei. Ja, weiß ich nicht. Habe ich nie drauf geachtet. Da oben warst du also schon, ja? Ja. Damit kommst du dann wieder hier raus. Da war ich jetzt noch nicht. Das sieht cool aus. Feuer sieht immer gut aus. Feuer. Wer kämpft hier draußen gegen jemanden? Gegen den vielleicht.
Hallo. Oh mein Gott! Alter. Da oben, da, siehst du den Bogenschützen? Ja. Wichser. Gar nicht. Da rechts? Ah. Ich dachte, du meinst den. Ich meine, der andere, den du dir gerade angeguckt hast, der war aber auch ein Bogenschütze. Guck mal, wie wenig Damage wir dem machen. Die haben auch eine Rüstung an. Weißt du, nicht nur die Schulter? What the fuck? Hallo? Wieso bist du so stark? Oh. Der schießt aber auch dicke Pfeile, glaube ich. Oh! Der schießt durch die Wand. No, sir. Crazy motherfucker. So, da links der Kirch war da auch einer, oder? Ja. Sieht für mich so aus, als hätte der ein Schwert in der Hand. Okay. Da hinten steht. Ah ja, guck mal, hat schon eine Bewertung bekommen. Hat schon was gebracht, bist du wieder geheilt. Wobei man echt probieren könnte, den im Fernkampf wegzumachen. Der kommt, der läuft aber doch. Ja, dann soll der halt hier hinkommen. Hier habe ich wenigstens Übersicht. Ach, guck mal, da ist er ja schon. Ach, Arsch! Meinst du, der da hinten kommt auch? Das wäre echt witzig. Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Nein, der kommt nicht. Das ist ein Fernkämpfer. Das ist jetzt richtig scheiße. Also ich behaupte mal, den Kampf wirst du nicht gewinnen, so. Ja. Oh, er sieht mich. Ja. Da ist der erste Fall nicht angekommen? Scheinbar nicht. Oh, das ist jetzt natürlich echt nervig. Hallo? Oh! Ich schieße sie wieder durch die Wand. Weißt du, die können durch die Wand schießen, aber bei uns bleibt er 2 cm neben der Wand kleben. Ja. Obwohl ich eigentlich gedacht hätte, das würde jetzt auch passieren, aber. Das ist der Vorführeffekt. Hey, du Bitch! Der ist doch fast tot, den muss er wegrennen. Jauber. Da haben bestimmt schon wieder 2 Level. Zwischen den Zähnen wachsen mir wieder Haare. Was machst du da? Ich wollte eigentlich die Typen da oben anvisieren, aber dann habe ich hier Feuer gecheckt. Oh lol, zieh das hier rein. Das ist voll gut da raus. Da sind übrigens 2. Ja genau, deswegen ja. Die beide anfangen zu schießen, das ist ein Problem. Da sind sogar 3. Ah. Vielleicht gehe ich erstmal hier runter. Er hat mich schon gesehen, oder? Das war ein Curveball. Aber sowas von. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich mich entweder jetzt hier die Flucht nach vorne oder nach irgendwo anders hin antreten oder so. Ich wüsste aber nicht, wie ich den von unten aus schlagen sollte. Der kommt schon runter, oder? Ist unter dir, kann er dich zumindest nicht mehr treffen, du bist ja gegenüber. Ich könnte hier die Leiter hoch und den versuchen da zu killen. Ja. Wobei, ich muss erstmal runter. Boah, was ist denn das für Bullshit? Das ist auf jeden Fall Damage. Und vielleicht wartet unten noch einer. Das können die ja auch sehr gut hier. Komm mal runter bitte. Warte mal. Hallo?
Hallo. Da macht den gleich viel Schaden, ob du den Kopf schießt oder nicht. Das ist so frech. Das Geile ist, eigentlich machen wir gerade eine Zeitreise, ne? Wieso? Naja, jetzt gerade liegst du am Strand. Solltest du zumindest. Die schreien ja voll gut. So, was ein Motherfucker da. Die Positionierung ist echt frech. One. Und sonst sehe ich nicht mehr. Okay. Aber da die anderen nicht auf uns schießen, können wir jetzt tatsächlich mal da runter. Da ist ein Hebel. Was sagt ihr? Oh, hallo. Ach du Arschkeks, Wichser. Gegenstand aufnehmen. Nein, nicht drin. Achso. Der Ritterhelm. Oh, Schützenposition. Auf. Auf wen denn? Auf den da oben wahrscheinlich. Den du schon gemacht hast. Achso. Also da den. Ja, könnte sein. Toll! Toll? Ich glaube, die Türe solltest du nicht anfassen. Oder den Hebel vielleicht. Da kommen wir dann zumindest zur Leiter. So, Hebel mal drücken. Kann ja nichts passieren. Passiert doch nichts. Nein. Oder hat das Feuerchen nicht aufgehört? Guten Tag. Oder war knapp hier ist. Oh ne. Das hat damit irgendwie gar nichts zu tun. Wie viel Feuerriesen soll man denn hier bitte haben? Kommst du niemals durch. Also guck lieber die anderen Wege. Okay, du möchtest da rein. Irgendwie schon. Peter juckt's. Nee, vielleicht auch nicht. Hui, lol. Okay. Seele eines irgendwas Rotters und Reparaturpulver. So, hier war der eine Motherfucker. Hat der zufällig was verloren? Nee. Nee, hier, hier war gar nicht. Nee, nee, nee. Also da. Ja. Die Truhe des tollsten Items der Welt. Lebensring plus 1, das heißt Titanit. Das war der Lebensring. Der wird die maximale TP wahrscheinlich, ne? Benutzen wir auf jeden Fall aktuell nicht. Ja, maximale TP. Okay, was hat der Schalter gebracht, der Hebel? Brauchen wir nicht, da wir sowieso laufen sterben. Wo geht er hin? Der läuft jetzt ins Feuer, lässt das Katana fallen, das kriegen wir nicht. Ja, der scheint überhaupt gar keine Wegfindung zu haben, um zu uns zu kommen. Ehrlich gesagt mache ich dich lieber direkt im Kampf, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich jetzt weiterkommen soll. Weil darüber springen kann ich nicht. Aber ach so. Ja, hier komme ich ja auch nicht hin. Ja, höchstens wenn du da oben runter springst. Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich so gedacht. Aber der Hebel. Da ist ja noch eine Brücke. War die eigentlich schon die ganze Zeit hier? Nee, ich glaube, das hat der Hebel gemacht. Der hat bestimmt die Brücke gekippt, oder? Viele, viele bunte Items. Zu dir will ich. Das hat überhaupt nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Du wolltest wahrscheinlich dahin rollen, oder? Nee, eigentlich wollte ich richtig springen. Ach so. Aber das hat alles so gar nicht geklappt. Okay. Wollen wir 5 Minuten Pause? Wir machen jetzt 5 Minuten Pause, genau, alleine schon, damit ich nicht so eine mega große Datei habe, die ich wieder in Magix ziehen muss. Bis gleich.